Dann sage ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ich bin der Zuberhock immer noch, ne? Hat sich nichts getan. Und wir haben das Wasser hier, wunderschön. So, das läuft auch wieder. Produziert Wert. Endlich. Wie ist das denn hier oben? Wird hier auch produziert? Haben wir alles hier oben? Alles ohne Probleme. Ohne Probleme. Hier oben auch. Mal kurz gucken. Produziert auch. Die fahren auch alle. Schön, ne? Ach, hier, guck mal hier. Das ist doch wieder... Da sieht das schon wesentlich besser aus. Die haben sich ein bisschen beruhigt. Die haben 74%. Es geht nach oben, Leute. Es geht nach oben. Wunderschön, 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 wunderschön. So. Hier oben sind sie auch, ne? Das Ding ist wieder überfüllt. Wir haben zu viele Kinder. Ja, zu wenig Kinderheime. Zu wenig Kinderheime. Vielleicht, wir müssen echt noch mehr Kinderheime bauen. Aber pass mal auf, die bauen wir jetzt. Wir bauen jetzt ein paar Kinderheime. So, und zwar, die lassen wir auch bauen, weil wir haben unsere Jungs, die können das. Das Dumme ist ja, wir haben nur diese Standarddinger, ne? Ich habe nur diese Standardteile, ich habe nicht extra was Spezielles. So. Dahin. Ach, warte. Warte. Nicht mit, ne? Das wollen wir doch selber bauen, Mensch. So. Bau fortsetzen. So, das bauen wir jetzt selber, ne? So. Sternstadt im Büro für Hubschrauberbau. Was? Hör auf jetzt! Ach nee, warte, ist ja keine Straße angebaut. Kann auch nichts werden. Ach ja. So, jetzt aber, komm. Das kann fertig gemacht werden. Nochmal weg hier. So. Das baust du mal fertig und die Fußwege machen wir auch gleich mal fertig. Da kommen wir mit ran. Da kommen wir mit hin. Da können wir mal noch verbinden. Kriegen wir da eine Straße hin? Ach, hier ein Fußweg auf jeden Fall. Das ist schon mal großartig. So. Und mehr Parkplätze. Ach du Himmel. Frankie, hast du die Loyalität im Kinderheim neu eingestellt? Da war ein Bock, der die Werte zurücksetzt. Ach so, okay. Nee, habe ich nicht. Müssen wir da mal gucken. So. Müssen wir mal gucken hier. Pass mal auf. Bau das mal fertig. Hopp, hopp, hopp. So. Zack. Ah, hier, guck mal jetzt. Jetzt geht's los. Konstruktionsbüro ist in Gange. Ist unterwegs. So, das haben wir. Ach, Loyalität. Was haben wir denn hier? 25%. Sport. Das nehmen wir ein bisschen raus hier, ne? So, 3%. Das reicht. Das ist ja das, was wir haben wollen. Ne? So, 72% Loyalität haben wir hier. Sehr schön. Es fehlen ja auch Parkplätze hier oben, ne? Ich sehe gerade, doch, doch, nee, ist doch hier, ist da. So, auf jeden Fall, das wird gebaut. Wunderschön. Warte mal, da oben haben wir gebaut. Wie ist das denn hier unten? Nicht polizeiwachentechnisch. Das sieht gut aus. Die sind überlastet, die Jungs, ne? Verstehe ich irgendwie gar nicht. Weil wir haben doch hier noch eine mehr. Warum teilen die das nicht auf, die beiden? Warum machen die das nicht? Hm. So, was haben wir hier? Ach. Galerie der Künste. Okay, haben wir nicht irgendwo... Da ist ein Kinderheim, ne? Da, da ist 60% drin. Läuft. Das geht auch gerade eben noch so, ne? So. Jetzt mal hier in der Stadt ein bisschen gucken. Hier in der Stadt so ein bisschen gucken. So. 50%. 60, 70. Ne, 60, ne? Wir haben 60 gesagt. 60 machen wir. Das läuft. Hier könnte eigentlich theoretisch noch eins hin, ne? Da könnte echt theoretisch noch eins mehr hin. Aber das kriegen wir hier nicht reingefummelt. Reingedrückt. Weil, ne, ist kein Platz, nicht. So, eine Polizeiwache, da läuft jetzt auch alles gut. Hier sind nicht genug Tutors, wieder mal. Warte mal, hier war noch irgendwo... Hier wäre da auch noch Platz für ein Kinderheim. Irgendwie. Wenn wir da irgendwie eine Straße hinkriegen würden, ne? Wenn wir hier irgendwie eine Straße...
Wir kriegen da tatsächlich eine Straße raus. Das würde gehen. Wupp, das würde funktionieren. Gut. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder. So. Hier noch ein Kinderheim rein. Jetzt weiß ich nicht, was wir da oben noch gebaut haben. Auf jeden Fall, das müsste doch... Wie können wir den raus? Dahin. So. So. Kinderheim. Straße. Passt wieder. Ich glaube es jetzt nicht. Gut, dann bau das Teil mal fertig. Bisschen Fußwege. Vielleicht kriegen wir irgendeinen Fußweg hier raus. Schade. Das ist natürlich jetzt nicht so extrem schön, aber na gut. Was ist denn das hier? Eine andere Struktur ist im Weg. Was ist denn da im Weg? Jetzt muss ich schon wieder... Die Baumwipfelfräsmaschine. Ach, guck mal hier. So. Aha, gut. Aber warum willst du da nicht durch? Weil... Weil das zu flach ist höchstwahrscheinlich. Aber eine Brücke kriegen wir da auch nicht rüber. Kriegen wir da eine Brücke rüber? Ich glaube eher nicht, ne? Wir können ja mal testen. So, warte mal auf. So, dann wird nichts werden. Ich sehe das jetzt schon. So. Ne, kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren. Schade, dann müssen wir halt im Tunnel bauen. Na gut, warte mal auf, bauen wir im Tunnel. Ups, mach das mal weg hier. Das genauso. Yep. Bauen wir dann Tunnel halt. Auch kein Problem. Tunnel können wir. Bauen wir dann einen kleinen feinen Tunnel hin. Klein fein. So. So. Irgendwie müssen wir das alles auch unterkellern hier. Warte mal, geht das noch dahin? Das geht dahin. Speicher mal kurz. So. Und den Tunnel. Achso, hat er gemacht. Alles klar. So. Bau das mal fertig. Und das hier auch. Gefängnisse waren von dem Bug auch betroffen, aber wie gesagt, muss man gleich mal hingucken. Gleich mal hingucken, Sekunde. Und Hogan, hast du überhaupt noch Platz im Untergrund? Natürlich, da ist tonnenweise Platz. Jetzt darf natürlich nicht die U-Bahn kommen. Aber ich glaube, die U-Bahn ist noch ein bisschen tiefer drin, ne? Ein bisschen weiter runter. So, hier, Baubuchs laufen. Siehst du wohl. Dann haben wir da auch Leute. 59.100. Wir haben immer noch sinkende Mitarbeitergeschichten. Das ist aber schlecht. Die Frage ist, warum sinkt unsere... Warum sind die, Zufriedenheit der Bürger ist niedrig. Was war noch zu niedrig? Wo war das jetzt? Wo ist das hin? Das ist hier unten drin. Okay. 42%, weil... Kultur... Leute, die Sachen sind alle vorhanden. Das haben wir ja nicht geändert. Die Sachen sind ja da. Das hat ja vorher auch funktioniert, oder nicht? Guck mal, Sport ist vorhanden. Na gut, 30 Leute vor der Tür, ne? Ich meine, das ist natürlich heftig. So. Ein bisschen maulig sind die immer noch, ne? Kirche und Spiritualitäten. Okay. Aber eine Kirche haben wir doch auch irgendwo. Frage ist nur wo, aber ich meine, wir haben eine. Da ist eine. Siehst du, guck mal. Damit in den Türen 30 von 80. Nicht schlecht. Habe ich nur nicht mit gerechnet, dass da noch Leute drin sind. Alter Freund. Keine Bürger erfüllen die Anforderungen. Ach so. Grund und höher. Machen wir so rum. Ja, ist ja wieder ausverkauft. Alles klar. Gut. Wenn doch so viele Sachen geändert worden ist, kann es aber auch doch sein, dass wir mit unserer Stadt hier doch nicht weiterkommen, ne? Dass wir doch wieder irgendwo uns festfahren.
Tour, bestimmt wieder ein Geschäft. Die Geschäfte voll? Nee, glaube ich eher nicht, weil... Nee. Da ist noch Luft, also. Waren sind vorhanden, also sogar Essen ist noch da. Fleisch auch, das darf sich wundern. Klamotten auch noch. Also da ist noch alles vorhanden. Wir können das Preisniveau ein bisschen senken. So ein bisschen billiger machen. Das ist ein Discounter. Ne? Jetzt wollen sie schon nicht mehr kaufen hier. Nicht mal mehr kaufen. Was ist denn hier los? Ach du Himmel. Sportarten. Leute, die Sportarten sind da. Ich denke mal, das ist dieses, ne, auf einmal. Auf einmal wollen sie das alles haben. Das können wir natürlich jetzt das können wir nicht regeln. Oder wie gesagt, oder das hat das mit dem Update zu tun, dass da auch noch was mit geregelt worden ist, dass sie da noch was gemacht haben. Weil wir haben ja oft genug gehabt, dass die Sportplätze leer blieben, obwohl die, ne, was machen wollten. Jetzt gehen sie zum Sport. Wo ist denn der? Da. Na gut, ist nachts, ne? Aber das ist leer, das ist auch billiger, ne? Da machen wir nur halben Preis. So. Wir hoffen mal, dass sich das langsam einpendelt hier. Wie gesagt, sonst haben wir echt kleine Probleme, weil das sich auch auf unsere Wirtschaft auswirkt. Richtig? Richtig. Schlecht. 60 von 70. Okay, da ist gerade ein Bus gekommen. Da ist schon der nächste Mann rollen. 45 Arbeiter. Okay, super. So, pass mal, wo haben wir noch? Das wird gebaut, ne? Aufgefüllte Ressourcen, Betonkies, Asphalt. Okay, wir sind ja auf dem Weg dahin. Das muss ja erstmal hingeschleppt werden, der ganze Kram. So. Polizeiwache läuft. Schon wieder alles dunkel, ne? Furchtbar. Könnte Landbevölkerung sein, bei denen Wasser nicht stimmt. Fliehen oder sterben die? Frank, nee, haben wir nicht. Wir haben keine Landbevölkerung sozusagen. Also wir haben ja alles sozusagen verkabelt. Alles, was wir hier haben an Leuten, ist hier bei uns. Wir haben nicht noch irgendwo Reserve rumlaufen. Das läuft. Das ist also minimal. Das ist alles nicht so schlimm. Schlimmer ist das hier in der Stadt, ne? 34, 25. Aber hier ist doch die Kirche. Warum ist die... Da passen 150 Leute rein. Also, ne? Los, ran da! Was haben wir hier? Kleines Theater. Die wollen alle Kultur. Da ist ein Theater, Freunde. Da, ne, gibt's richtig was, ne? So, Kindergarten. Stopp. Da ist der Abwassertank voll. Das ist aber schlecht. Warum ist da denn... Was ist denn hier los? Der eine Laden hier. Der will nicht. Der will nicht. Wasser ist vorhanden. Abwassertank. Wo ist denn der? Was ist die Wasserpumpe? Wo ist denn der Abwassertank? Jetzt muss ich mal gucken, da oben ist Abwasser, alles klar. Sekunde, die muss ich mal wegnehmen hier, das nervt ein bisschen. So. Wir gehen bis dahin. Und unser Gebäude ist das da. Wo ist denn der nächste? Hier oben. Ah, den nimmt er nicht mit. Den einen nimmt er da nicht mit. Hier ist noch eine Pumpe drin. Kriegen wir hier noch einen Abwassertank hin? Wo ist denn das Gebäude? Wo war denn das jetzt hier? Da. Das Gebäude war es. Da ist kein Abwasser drin. Ein kleines Gebäude mittendrin hat kein Abwasser. Du glaubst es. Hier genauso. Ach du Schande. Hier auch. Kriege ich da noch einen Abwassertank hier in Dingsbums hin? Irgendwie? Abwasser. Klar, wenn das nicht funktioniert, dann ist genauso hier die Schule. Ne? Wenn das nicht läuft, dann ist hier auch mit Lernen tote Hose. Also wenn das nur wirklich die ganzen kleinen Sachen sind, ne, das ist echt problematisch. Mal auf, da ist doch eine Kreuzung. Wenn ich das hier irgendwo hingebaut kriegen würde, kriege ich das irgendwo hingebaut? Irgendwo bitte. Da passt es hin.
Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Dahin und dann Abwasserrohr. Da braucht nicht so ein riesen Ding hin, ne? Was Kleines langt auch, ne? Sowas. Das geht sogar dahin. So, ich hoffe mal, das läuft jetzt da durch auch. So. Kauf mal das Ding. So. Wo ist das Teil hingebaut? Warte, wo ist denn das? Warte. Ach, Mist. Da ist es. Da. Bau das mal fix. Das können wir auch mal schnell so, ne? Das machen wir mal. So. So, warte mal, Sekunde. So, jetzt müsste das hier. Jo, weg ist laufen. Weg ist gelaufen. Schwupps. Nun läuft das hier wieder. Siehst du wohl. 30%. 40, 50. Machen wir 60, ne? Mal schauen. So. Frankie, weil das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber wenn sie sterben, stimmt mit Wasser was nicht? Das heißt ja nicht, dass sie sterben. Warte mal, wo kann ich noch sehen? Das ist schon ewig hier, dass ich das mal geguckt habe. Neu, was war hier? Overlay. Da ist es nicht. Wo kann ich denn noch sehen, wie viele Leute eigentlich abgewandert sind? Wirtschaft, Handel. Exporte. Da sind Menschen, sind da nicht zwischen. Okay. Was haben wir denn hier? Souveränität. Das steigt wieder. Im Rathaus, sagst du. Okay, haben wir ein Rathaus? Verflucht. Haben wir überhaupt ein Rathaus? Rate mal im Rathaus. Ist da was? So, was haben wir hier? Arbeitslosigkeit 130 Leute. Das ist nothing. 99% Produktivität. Das geht doch nach oben. Guck mal hier. So, 64 Lebensdurchschnitt hast du nicht gesehen. Autobesender und so weiter und so weiter. 58.000 Menschen. So, wo haben wir denn unsere... Ach da, da steht es doch. Hier unten ist es. Mensch. Weißt du, wenn man da schon ewig nicht mehr hingeguckt hat, dann ist das schon ewig her. So, was haben wir hier? 1081 Geburten und 2700 Todesfälle. Alter Freund, das ist aber nicht am Wasser. 66 Fluchten haben wir. Was haben wir denn? Was mal auf dieses Jahr? 3300 Fluchten. Okay, das war letztes Jahr 3800 alle. Hören wir mal zusammen. 51.560. Uiuiui. Todesfälle. Da hatten wir eine ganze Menge Todesfälle, weil wir da das Wasser hatten, ne? Das ist die Wassergeschichte. Da ist man mit dem Wasser losgegangen. Wenn die nicht saufen können, verdursten die halt. So, und Fluchten. Das muss auch in dem Bereich gewesen sein, wo viele Fluchten waren. Letzten Monat. Fluchten, also 323. Diesen Monat. 6. Es geht nach unten. Also ich hoffe mal, dass das so bleibt. Das sind die ganzen Fluchten gewesen. Das ist nämlich das Problem. Fluchten. Durchschnittlich, also das war irgendwo hier in dem Bereich, ne? Da hatten wir die ganzen Todesfälle. Oder werden krank, wenn sie in der Jauche stehen. Das kann natürlich auch sein. Stimmt. Ich hoffe mal, dass ich das einpendel, wie gesagt, ne? So, hier war Wasser drin, ne? War was drin, so. Sind die denn zufrieden Wasserqualität mäßig? Hund, das ist 100%, also was ist arm. Ja, Lebensdauer ist auch nicht verhagelt. Wie gesagt, da sind so viele verstorben. Und wenn die einmal Schiedwasser saufen, ne, das ist natürlich doof. Wir hoffen mal, das pendelt sich ein jetzt. Ich hoffe mal, dass das sich, wie gesagt, ja, einkriegt so langsam. Dass wir das hinbekommen. Wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir unser Abwasser hier reinpumpen. In diesem ne? Jaucheloch zum Beispiel. Ne? Oder auch in der Stadt unten am Hafen. Da pumpen wir es auch rein. Wenn wir das hinkriegen würden, dass das verschwindet. Das wäre natürlich super. Dafür brauchen wir eine... Was haben wir jetzt hier? Hier wird noch gebaut, ne? Es fehlt Beton. Aber gut, die sind ja am Machen. So, lass die mal ruhig machen.
Wir wollen da jetzt nicht noch wieder rundherum fingern. Die sollen erstmal bauen. Weil wir müssen echt mal wieder unsere Kontostand nach oben bekommen. Weil ich fürchte auch fast, dass wir das eine oder andere Gebäude mit Leuten wieder voll machen müssen. Hier ist das alles noch einigermaßen. Aber guck mal hier, hier hat sich das eingependelt. Ne? Hier oben ist das eigentlich. Ja. Hier oben kommt sich das jetzt. Das muss ich echt wieder einpendeln, das Ganze. Die ganze Soße, dass es wieder zurecht, sich zurecht rückt. Ne? Das muss ich erst wieder zurechtpendeln. Das ist nämlich das Problem. Hast du ein Messgerät? Genau hier. Aktuelle Verschmutzung. So, das ist natürlich klar, wo das sehr verschmutzt ist. Aber ich meine, einen Dosimeter brauchen wir eigentlich nicht. Das hat eigentlich nichts. Sogar hier unten ist tote Hose. Normal müsste das hier knirken wie verrückt, weil hier ist Uranerz. Aber es sagt nichts. Gut. Verschmutzungsmäßig sind wir ziemlich, ja, wir haben nur das eine hier. Das kann man schlecht sehen. Hier oben ist die Verschmutzung. Aber hier ist auch Industrie. Natürlich, klar. So, und da, wo Leute wohnen, das ist so, naja, okay. Warum ist das hier so verschmutzt? Hier ist das total schiedelig. Hier, total... Warum? Warum? Okay, hier fehlen auf jeden Fall ein paar Leutchen. Das sehe ich so. Da fehlen ein paar. Ja, also hier dieser Bereich ist ein bisschen mager. Ne, der Kneipe ist nicht viel los. Wie ist das mit dem Sport? Na, okay, Sport ist auch nicht so ein neuer Ding. So, wo war das extrem schlimm? Ich glaube, das war hier, glaube ich, ne? Kirche, genau. Kirche spielt auch nicht. Aber Kirche ist doch vorhanden. Kirche ist doch da, Leute. Da könnt ihr hin. Zum Beispiel. Kulturgenuss. Vielleicht sind wir wirklich ein bisschen mager mit Kultur hier oben. Dass wir wenig Kultur haben. Hier oben in dem Bereich auf jeden Fall. Aber das war vorher auch nicht so das Riesenproblem, nicht? Oder? So. Hier ist doch alles da. Leute, jetzt ist alles vorhanden. Ne, ihr könnt da hin und euren Krams holen. Das geht. Da könnt ihr auch laufen. Ne, zur Not. So, Wasser ist da. Abwasser ist da. Meer. Gebäude umbenennen. Ach, guck, kann man das auch noch. Das konnte man schon immer. Oh, mein Gott. So. Das kann sein, dass hier die Luftverschmutzung gerade so ein bisschen uns Sorgen macht. 50% Zufriedenheit. Jetzt möchte ich nur wissen, was ist euer Problem? Warte mal, kann man das irgendwo mit den Leuten nicht sehen? Was haben wir denn hier? Durchschnittliche Produktivität 94. Lebensdauer. Der ist 44 Jahre alt, wird 68. So weiß er jetzt schon. Überleg mal, das müsstest du jetzt schon wissen, wie alt du wirst. Wie traurig ist denn das? Wie traurig. So, vergangene Tage unzufrieden mit Forderungen. Elektronik. Leute, Elektronik ist doch da. Elektronik ist vorhanden. Das ist doch hier. Oder ist es zu wenig Elektronik? Müssen wir mehr einkaufen? Müssen wir das? Können wir das überhaupt? Machen wir mal so rum. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich glaube eher nicht, ne? So, was haben wir hier? Essen, 43% Essen, Kleidung, Elektronik, 13%. Ja gut, das können wir da auch nicht ändern, ne? Na ja gut, aber so sieht das doch schon mal gar nicht so doof aus. So, warte mal auf, Subway. Dann weißt du aber was, bis wann Subway zu schaffen hast, kannst du... Was? Was? Was ist denn los?
Hass kann's muss. Tut. Sportarten. Aber Sport ist doch vorhanden, Leute. Da könnt ihr doch mal so richtig euch austoben. Und vor allem nicht alle auf Mal, sondern ne, Stück für Stück. Also jeder darf mal ran. Besucher, da warten 13 Leute vor der Tür. Bei dem Sportplatz hier. Warum nutzen sie nicht auch den hier? Oder eventuell den hier? Nein, das muss alles hier vorne passieren. Bei dem. Ja, genau. So, aber auf jeden Fall, das ist noch so unsere Knackpunktecke. 102, was haben wir hier? Pass mal auf. Elektronik können Sie nicht bekommen, Fleisch. Das könnt ihr alle kriegen, ihr faulen Säcke. Ihr müsst nur da zum, ne, zum Laden rennen. Das ist doch da. Und das ist doch, wir werden doch alle bedient. Das ist doch jetzt nicht ein einziger, der hier nichts bekommt. Ihr Tröten. Das ist doch kurios, oder was? Oder wie? 30% hier, ne? Höher rauf. 60%. Wir wollen hier nur die, ne? Die, ne? Guten. So, was ist hier los? Krankenhaus? Behandelt. Alle werden behandelt. Da ist keiner vor der Tür. Keiner ist sozusagen schon mal im Keller gebracht worden. Ich meine, das kommt nachher, ne? Das ist später mehr. So. Natürlich, das zieht sich dann natürlich durch den ganzen Laden durch, ne? Wir haben nur noch 58.000 Einwohner. Das fällt immer noch. Das fällt immer noch. Hier oben ist genauso. Sekunde mal. Kneipe, Taverne. Da könnt ihr eigentlich normalerweise hinlaufen überall. Oder sehe ich das falsch? Natürlich, Läden können sie hin. Kneipe können sie ran. Überall können sie hin. Kultur. Vielleicht müssen wir mit der Kultur noch irgendwas regeln. Ich meine, die Möglichkeit ist ja vorhanden. Das Doofe ist ja, wir haben jetzt hier so eng gebaut, ne? Wir haben hier echt eng gebaut. Oh, da sind nur 28 Mann drin. Nur 28? Warte mal, dann können wir die umziehen lassen, das Ding wegreißen und hier hinten könnten wir eventuell noch ein bisschen Kultur bauen. Das wäre, warte mal, das können wir doch machen. Ich glaube, das machen wir auch. Pass mal auf, wir lassen die mal kurz umziehen. Umziehen. Ja, speichern mal kurz. So, umziehen. So, hier wohnt niemand. Nein. Jawohl. Wir reißen mal kurz hier eine kleine Schneise in den Laden. So, das ist eine präzise Sprengung gewesen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Kultur. Bürobäume hast du nicht gesehen. Fremdenverkehr, Attraktionen. Wo haben wir denn hier? Pass mal auf, Kultur haben wir doch bestimmt hier auch. Guck mal hier. Gut, da. Kino haben wir hier, Galerien haben wir hier, Fernsehturm, Fernsehgrundfunkhaus und so weiter und so weiter und so weiter. Sowas. Ach hier, das ist das neue Kino, ne? Das neue Kino. Lass uns ruhig mal so ein fettes neues Kino hier hinpflanzen. Vielleicht haben wir sogar Möglichkeit, dass die Leute auch hingehen da. Das wäre natürlich noch cooler. Ah, wie machen wir das am besten? So, mach mal auf, kriegen wir da eine Straße hier ran. Das wäre schon ganz cool. So, ne? So, das fette neue Kino. So, was haben wir sonst hier noch? Da müssen auch Leute arbeiten. Ach du Himmel, das muss ja auch noch passieren. So, Pyramidenmuseum. Ach, das ist ein bisschen groß. Nationales Aufstandsmuseum, genau. Genau, den Aufstand, den proben wir hier mal. Der ist zu groß. Haben wir was Kleineres hier? Museum der Republik. Ist auch so ein Riesenklotz, ne? Die Schwimmhalle funktioniert. Pass auf, Schwimmhalle, stimmt überhaupt? Das Hallenbad. Da ist es. Das Hallenbad. Das bauen wir auch noch hier hin. Jawohl, ja. Das Hallenbad. Hoffentlich nutzen die das dann auch. Das ist schwierig, das hier hinzukriegen. Weil ich möchte irgendwie auch die Straße da noch. Das kriegen wir auch hin, ne? Die Straße da raus, das müsste funktionieren. Aber ich will doch dann. Oh, gut, das mit dem gehen. Pass mal auf. Da ist Hallenbad dahin. Haben wir noch irgendwas Kulturelles? Was nicht so groß ist. Das ist so riesig. Ich brauche was Kleines. Galerie der Künste, Museum. Würde hier hinpassen. Das passt sogar dahin. Vielleicht gehen dann sogar Leute hin. Das wäre nochmal ganz cool. So, das muss aber erst gebaut werden. Warte mal, dafür muss der Fußweg hier verschwinden. So, reiß das mal weg. Ich mach mal hier Platz. Wir brauchen ein bisschen, ne? Bewegungsfreiheit. Wir müssen arbeiten können.
So, endlich. So. Daraus. Kriegen wir den da hin? So. So, das hauen wir hin. Sehr schön. Bauen wir mit Dollaris. Dann kann ich mit hier den anderen Dingern. So. Fußwege. Da kommen sie eh hin. Da brauchen wir nichts machen. Ja gut, das sind natürlich jetzt nicht so viele Leute, die da hinlaufen, ne? So, das kann auch gebaut werden, ne? So. So, jetzt kann das gebaut werden. Was ist hier noch? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Da rennt schon mal Arbeit dahin. Na gut, siehst du wohl. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder Arbeit für die Jungs, da die was zu tun haben. Das muss ja auch fertig gemacht werden, ne? Sonst von nichts kommt nichts. Das ist nämlich das, was hier gerade das Problem ist. Elektronik können wir nicht bekommen. Kirche läuft auch nicht. Vielleicht ist die Kirche... Oh, die Kirche, warte mal. Vielleicht ist die zu weit weg. Warte mal, Kirche haben wir doch, ne? In der Mod. Unter Kirche, da. Was Kleines, Feines. Ne, so was Kleines, Feines, was ganz, ganz gemütlich ist. Passt bestimmt irgendwo hin. Oh ja, passt sogar hier. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt drehen wir mal lieber mal rum. So rum, ne? So. Das bauen wir da nochmal mit hin. So. Das können wir auch gleich bauen, diese kleine Hütte hier, ne? So teuer ist sie ja nicht. Ach, das ist ja ein Klacks. So. Wasser und Abwasser ist vorhanden. Altar nach Osten, oder wie war das? Ja, genau. So, Kirche ist vorhanden. Da ist aber kein Arzt dahin, der da hingeht. Warum eigentlich nicht? Ihr wolltet unbedingt ein bisschen, ne? Und so weiter. So, einer ohne Job. Ach du Himmel. Sag mir sowas nicht. Warum waren in der Mitte nur 29 Mann drin? Sind die alle verreckt oder was ist los? So, hier ist eine Schule. Was haben wir hier? Da ist ein Kindergarten. Da ist ein Laden. Anzahl der Käufer vor dem Laden. Ach du Himmel, guck mal hier, da ist nämlich was. Vor dem Laden sind so viele Leute. Da ist noch Platz für 64 Mann. Mehr ist das da nicht, ne? Ja gut, die nehmen dann den Laden, der dicht dran ist. Also den hier hinten, hier runter latschen würden sie ja nicht, ne? Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen Geschäfte dran bauen, ne? Eventuell. Was hatten wir jetzt hier? Den, den. Das ist der Pub. Was war euer Problem? Elektronik war das Problem. Elektronik und was war noch? Kultur. Ja, ist klar. Sportarten ist logisch. Gut, das muss ich jetzt mal einpendeln, das ist klar. Aber vielleicht noch, pass mal auf, was haben wir? Wir haben doch noch ein paar Sachen. Wo haben wir die Sachen jetzt? Ja. Lebensmittel. Da sind die kleinen Sachen gar nicht bei. Das ist unser Mod gewesen, ne? Jetzt muss ich das bloß wieder finden. Das ist wieder das Problem. Unter Geschäfte. So, da wollen wir mal gucken. Da. Was war das hier? Food Corner. Das ist das gewesen. Und das hier ist... Richtig, Elektronik und hast du nicht gesehen. So. Das Teil wäre nochmal ganz cool. Was macht das hier da? Den Laden. Kriegen wir den irgendwo hier in der Mitte rein? So. Irgendwie... Warte mal. So. Da wäre das mit drin. Jetzt passt leider nicht mehr der Laden da rein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Gut, der passt überall anders hin, ne? Der würde auch hier oben reinpassen. Ja, hier würde auch noch hingehen. Denn da oben nochmal erweitern, damit wir da zwei Läden für haben. Das macht nichts, das machen wir mal so.
Die stehen an, bis ihr Freizeit rum ist. Ja, das stimmt. Das ist recht. Tor. Weiß jemand, wie ich Städtenamen auf der Karte setzen kann? Ja, das war irgendwo. Gleich mal schauen. Pass mal auf, das war irgendwo. Wo war denn noch gleich? Irgendwo war das. Ich weiß, irgendwo war das. Ah, Gebäudeeigenschaften, das war's nicht. Im Terrainmenü, war das da eventuell? Stimmt hier, Stelle Stadtgebiete. Da war's doch. Da war's doch noch, genau. So, pass mal auf, das machen wir gleich mal fertig hier. Wupp, und hier die Straße gleich damit fertig machen. So, und das machen wir hier vorne auch gleich fertig. Wenn wir da, dass die Versorgungswesen stimmt. So, Wärmeversorgung müsste noch gut sein. Ja, das läuft noch. Wärme ist noch gut. Wärme ist noch gut. So. So, die stehen sich ja die Beine im Bauch. Das ist logisch. So, jetzt fehlen uns hier noch Leute. So, da kommen sie. Da kommen auch die Leute. Wunderschön. Da strömen sie rein. Bloß halt eben die Leute, die gerne... Da, die ersten Kunden sind schon da. Super. So, hier genauso. Auch schon die ersten Kunden da. Bester Kram. So. Dann muss ich das hier, wird sie das hier sicherlich... Gleichen so ein bisschen ausgleichen. Ein wenig auf jeden Fall. Nur was ich jetzt nicht verstehe. Anzahl der aktuellen Käufer. 95. Bei 15 Leuten. Hier sind auch 15 Leute. Wo sind nur 66 da drin? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber na gut. Okay, jetzt steht ihr gleichmäßig vor der Tür. Okay, wir kriegen aber auf jeden Fall ein paar Leute mehr jetzt bedient. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Dann wird sich das hier auch ein bisschen einpendeln. 50%, dass hier die Zufriedenheit ein bisschen nach oben geht. 51%. Wie gesagt, Kultur ist am Arbeiten, ne? Kultur ist am, ne? Ist am Machen. Ist da genug Wasser bei den neuen Bauten? Ach du Himmel, ja stimmt, da muss man ja auch noch drauf gucken. Ach du großer Gott, stimmt ja, man muss ja auch wegen Wasser gucken. Ach du Schande. So, was haben wir hier? Hier ist Water. Der Wasserdruck ist da. So. Frage, wie weit können wir denn hier? Das müsste reichen. Das müsste klappen. Und der andere ist hier vorne. Müsste auch gehen. Also Wasser ist vorhanden. Wasserqualität ist auch, ne? Tutti. Druck ist im Laden. So. War die Folge schon wieder durch. Meine Güte. So, wir sind auf jeden Fall dabei. Machen hier, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis das soweit ist. Die haben echt ein bisschen Stress gerade. So, dann sage ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen, nicht? Und wenn es gefallen hat, morgen geht es weiter mit Workers and Resources, wenn ihr Lust habt. Bis dann, ciao.